Freunde, wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Willkommen zu Tag 17 unseres Adventskalenders. Servus Maria. Hi Markus. Heute hinter Türchen 17 haben wir wieder etwas für Experten. Ja, aber was Cooles. Was Cooles? Cooles. Es ist eigentlich so cool. Ja, wirklich. Dass es momentan mein Lieblingsspiel ist. Ja, wie du es mir gesagt hast, dass du es reinnimmst, dann einmal, ja. Das ist nicht schlecht. Wir sollten wieder mal eine Top 10 unserer Lieblingsspiele machen. Sollte ist ja einiges wir? Passiert. Sollten wir. Jetzt habe ich quasi meinen Platz 1 gespoilert. Macht doch nichts. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es weiterhin Klonk. Man weiß es nicht. Aber dieses Spiel ist definitiv in den Top 10. Das muss ich so sagen. Es ist nicht nur bei mir in den Top 10, es ist bei vielen in den Top 10. Es ist ein Spiel, das es seit heuer gibt. So richtig. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, schon. Wahnsinnig populär, wahnsinnig beliebt unter den wirklichen Hobbyisten und auch zu Recht. Ja, ich mag es auch sehr, ja. Wir reden von keinem geringeren Spiel als einem modernen Klassiker mittlerweile. Archenova. Riesengroßes Schachbuch mit viel Material, mit tollen Bildern, wirklich. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Ja. Also ein was macht man da? Man baut ein Zoo eigentlich, ja. Mit wirklich so wieder, nicht ganz Polyominos, aber so verschiedene Teilen. Und dann bauen wir Volieren und dann bauen wir Gehege und dann will man das und das und Besucher. Das ist aber nur ein Teil. Der andere Teil ist der Kartenmechanismus, den man vielleicht ein bisschen von Terraforming Mars kennt. Man hat Karten, die vielleicht miteinander harmonieren. Jede Karte ist einzigartig und da gibt es sehr viele Karten. Viele. Man wildert vielleicht Tiere wieder aus und so weiter. Man arbeitet mit Universitäten zusammen und. Ja. Es ist ein sehr komplexes, großes Spiel. Es gibt hier einen coolen Kniff, dass man eigentlich zwei Siegleisten hat, die zueinander laufen. Und sobald man sich überkreuzt, ne, hat man das Spiel beendet und dann vielleicht auch gewonnen, je nachdem. Hat ein paar Mechanismen, die man kennt, aber das ist hier so gut verwoben. Es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Also eben der Matthias Wiege hat hier einen modernen Klassiker rausgemacht. Dieses Spiel wir werden noch lange über dieses Spiel reden. Ja. Es ist einfach so. Wenn ihr es noch nicht habt, wenn ihr euch denkt, okay, jetzt ist es soweit, hau raus am Preis, dann sage ich euch den Preis, nämlich 43,99. Boah. Ist jetzt nicht so günstig wie manche andere Spiele. Doch. Aber für 43 Euro bekommt ihr eine Riesenbox. Riesen-Pro-Box. Einem Spiel, das seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt zuschlagen. Für dieses Geld. Also, es zahlt sich aus. Ich glaube, das Spiel war irgendwann mal bei 70 Euro oben. Ja, so in etwa, ja. Also mittlerweile geht man es durchaus schon ein bisschen günstiger, aber ich glaube trotzdem, diese 43 Euro kann man sagen, 43,99. Das ist schon sehr. Also das muss mir erstmal jemand nachmachen. Das ist schon wirklich guter Preis. Schlag zu, Tag, was haben wir, 17? 17! Archenova, ein wahnsinniger Tag, das kann man kaum noch toppen. Ja. Aber es ist jetzt eine Woche vor Weihnachten. Ja, aber das kommt noch an. Genau. Wenn ihr noch einen Kracher sucht für ein Weihnachtsgeschenk oder so, dann bitte. Es gibt nichts Besseres. Wirklich. Wir sehen uns morgen. Tschüssi, Gatto!